Guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader. Es ist der 1. April 2019. Wir blicken jetzt pünktlich um 8:30 in die Märkte. Heute im Gold, im Nikkei und das Währungspaar Neuseeland-Dollar, US-Dollar. Das heute auf der Uhr. Hans Meyer, guten Morgen. Von meiner Seite auch wieder die Einladung an alle, die hier live zuschauen. Wenn eine Frage ist, wenn ein Wunschmarkt besteht, gerne hier in die Chats hineinposten. Dann kann ich gerne direkt im Webinar noch den ein oder anderen Wunschmarkt besprechen, bevor wir in unsere klassische Handelsvorbereitung gehen, wo wir mit der Nachrichten, ja, mit dem Nachrichtenüberblick für den heutigen Tag beginnen, wie immer. Der Risikohinweis, den bitte ich an dieser Stelle auch zur Kenntnis zu nehmen in Gänze. Sie wissen es, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und damit gehen wir in unsere Tagesvorbereitung hinein. Ich habe ja gestern am Sonntag schon den heutigen Handelstag so ein bisschen vorbereitet im FX-Bereich bzw. im Bereich der Indizes. Das habe ich auch schon im Blog geschrieben. Das heißt, wer mag, schaut sonntags einfach gerne mal hier auf Facebook vorbei, liest den Blog oder aber schaut hier auf unsere Webseite. Das möchte ich an der Stelle auch noch einmal zeigen, weil wir haben ja immer wieder neue Mitglieder hier in unserer großen Community und wir haben hier auf der Website von Ticknell erst einmal generell immer alle Informationen. Wirklich, es ist ein Blick wert hier, das Ganze sich mal anzuschauen, die sehr kompetitiven Konditionen, die große Anzahl an Handelsinstrumenten, das sehen wir ja auch hier. Es muss nicht immer nur ein oder zwei Währungspaare oder ein oder zwei Indizes sein. Wir haben hier über 80 Instrumente, die wir jeden Tag zum Handel nutzen können und hier findet jeder, der möchte, den Blog. Und dort stehen jeden Morgen die Handelsideen. Und so habe ich es auch am gestrigen Sonntag gehalten. Ich habe die Vorbereitung gestern gleich reingestellt. Und so sieht man auch, wir sprechen heute über Gold, Nikkei und Neuseeland-Dollar, US-Dollar. Das also als kleiner Hinweis hier mit dem Thema Block. Und damit gehen wir hier in die heutige Vorbereitung rein. Wir sehen es, heute ist das Bild etwas kleiner, damit ich alles drauf bekommen habe. Es gibt einiges an Daten. Wir haben heute Nacht aus China schon interessante Nachrichten um den Einkaufsmanager-Index bekommen. Ich blicke nochmal ganz kurz oben hin und zwar ist der besser ausgefallen als erwartet. Die Prognose waren eigentlich 50,1, also zum vorhergehenden auch ein Zuwachs, der erwartet wurde. Heute Morgen haben wir gesehen, der Zuwachs lag bei 50,8. Also das ist eine schöne Nachricht hier in diesem Bereich. Wie geht es heute dann entsprechend weiter? Wir machen das jetzt einfach mal hier chronologisch auch durch. Wir bekommen um kurz vor 10 den Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe in Deutschland. Darum noch ein paar weitere Informationen. Um 10.30 Uhr gibt es den Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe aus Großbritannien. Wir bekommen um 11 Uhr aus der EU den Verbraucherpreisindex. Das Ganze hier um 11 Uhr auch noch mit der Arbeitslosenquote verbunden. Um 14.30 Uhr gibt es dann die Einzelhandelsumsätze aus den USA. Dann gibt es um 15 Uhr eine Rede von einem EZB-Mitglied, der Guindos. Und dann geht es weiter hier um 15.45 Uhr der Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe aus den USA. Wir bekommen die Lagerbestände um 16 Uhr. Dann gibt es auch um 16 Uhr den ISM-Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe. Also hier alles heute viel, viele Nachrichten um das Thema der Einkaufsmanager-Indizes. Das kann doch für die ein oder andere Schwankung in den entsprechenden Charts mit sorgen. Und wo wir bei den Charts sind, sprechen wir gleich über die aktuellen Handelsideen. Heißt also, wir blicken jetzt einmal rein in den MetaTrader 4 mit dem Stereo Trader Add-on und hier sehen wir, ja, hier sehen wir den Nikkei und wir sehen auch gleich, was passiert ist. Die schöne Handelsidee von gestern ist voll und ganz erst einmal aufgegangen, nur keiner von uns konnte sie traden. Warum? Wir hatten darüber gesprochen, wenn sich diese Aufwärtsdynamik von hier unten fortsetzt, dann könnte es gut und gerne sein, dass der Markt oben gleich ranläuft. Das ist interessant zu sehen aus dem Punkt, weil wir haben ja hier diesen Aufwärtstrend am Laufen. Wir haben hier dieses letzte Korrekturhoch, beziehungsweise dieses Trendhoch, bitte Entschuldigung, um die 21.000 Punkte Marke. Wir sehen hier
Dieser Bereich hat in den vergangenen Wochen immer wieder dafür gesorgt, dass wieder Käufer in den Markt zurückgekommen sind. Es waren zwar immer mal Spikes unten drunter, der niedrigste Spike lag hier bei 20.839 Punkten, aber es fanden sich hier unten immer wieder Käufer. Und das gleiche Bild haben wir jetzt hier in der vergangenen Woche auch gesehen. Die vergangene Woche war eine Woche, wenn man sich die Wochenkerze mal anschaut, die ging zwar runter, aber die hat sich dann irgendwo oben in der Mitte wieder gesammelt. Heißt also, wir haben von unten immer wieder Stärke reinbekommen. Das war sehr, sehr interessant zu sehen. Und das ist halt ein Punkt, setzt sich so eine Stärke fort. Was haben wir dann hier? Wir haben einfach hier ein tiefes Korrekturlevel gehabt, wo der Markt dann oben ranlaufen kann. Läuft es jetzt hier oben drüber, über dieses Top bei 21.600, knapp 75 Punkten ist das Hoch hier oben, dann haben wir alle Chancen offen, erstmal wieder hier oben Richtung Trend hochzulaufen. Bei 21.853 ist das Ganze lokalisiert, beziehungsweise kurz drüber hinaus, das mache ich mal kurz etwas weiter rein, dass wir mehr sehen können, haben wir hier oben schon den nächsten Anlaufpunkt. Das war jetzt zu viel, Entschuldigung. Minus müssen wir machen, so damit wir besser sehen. Also hier oben dieses Top, dieser Bereich hier oben, das ist gelegen bei 21.908 Punkten. Die zwei liegen eng aneinander. Heißt also, hier können wir ran und wenn es drüber läuft, dann haben wir den nächsten Punkt offen. Der liegt dann hier oben am Hoch bei 22.700 und knapp 75 Punkten. Da mache ich auch gleich mal noch ein kleines Preisschild dran, damit wir wissen, da haben wir schon mal drüber gesprochen und das wäre dann hier ganz grob oben ein Weg, wo es hingehen könnte. Wir brauchen allerdings die Stärke und wir sehen halt hier, dass die Stärke reingekommen ist, aber jetzt ging es halt erstmal ein Stück weit runter. Gut, müssen wir sehen, was jetzt hier passiert. Wir haben jetzt hier ein Gap, möglicherweise Gap Close, muss man wirklich sehen, was passiert unter dem Tagestief, geht es weiter runter, sind die Chancen offen. Aber wenn es hier nur ein kurzes Durchatmen ist und der Markt dann wieder nach oben läuft, das ist dann natürlich interessant, weil das ist dann ein Zeichen, dass sich die Stärke auch fortsetzt. Und das kann man dann durchaus auch für den ein oder anderen Trade nutzen. Das ist auch das, was wir hier in der Stunde sehen. Bei sowas kommen dann immer wieder Fragen auf: Mensch, wie soll ich denn damit umgehen? Wir haben hier jetzt ein Gap und so weiter und so fort. Ich sage mal in diesem Sinn, was wäre denn, wenn man das Gap ignoriert? Dann hätten wir hier einfach einen Durchlauf. Das heißt, wenn man das Ganze mal sieht, hier gab es ja leichte Auftrendigkeiten, dann haben wir einfach hier eine extrem weit gelaufene Bewegung. Diese Bewegung korrigiert jetzt. Und wie könnte denn dann eine Handelsstrategie ausfallen? Wir haben jetzt hier einen Aufwärtstrend. Also zum einen hat sich hier diese Bewegung weit fortgesetzt von diesem kleinen Untergeordneten, den wir haben. Wenn man das Ganze mal im größeren Bild sieht, kann man genauso auch sagen, hier, das ist jetzt definitiv ein Aufwärtstrend. Das ist ja auch genau das, was wir auf Tagesbasis sehen. Und hier sieht man das Ganze mal in der Stunde. Erste Bewegung, erste Korrektur und jetzt ist der Trend entstanden. Das heißt, wir haben hier rein aus trendtechnischer Sicht, egal ob da jetzt ein Gap dazwischen ist oder nicht, wir haben einen schönen Aufwärtstrend. Was sehen wir jetzt? Wir sehen jetzt gerade die Korrektur im Aufwärtstrend. Warum soll man sich da als Händler nicht hinsetzen und sagen, gut, warten wir doch mal ab, bis die Umkehr kommt. Und wenn die Umkehr kommt, dann traden wir in Richtung des Haupttrends. Und wo kann der Markt hinlaufen? Das sehen wir auch. Wir haben es ja auf Tagesbasis gesehen. Erst einmal weiter hier über diesen Widerstand und dann die nächsten Punkte haben wir oben liegen. Das könnte ein strategischer Punkt nach oben hin sein. Schauen wir in den nächsten Markt hinein. Schauen wir auf Neuseeland-Dollar, US-Dollar. Das war ja genial. Die News in der letzten Woche. Ach, einfach herrlich. Und jetzt sehen wir schön die Gegenbewegung von diesem Move nach unten. Und diese Gegenbewegung stellt zugleich auch die Bewegung dieses Trends hier dar. Das heißt, wir haben ja hier, habe ich eingezeichnet, diesen grünen Trend. Gut, der ist jetzt nicht direkt hier oben drüber gelaufen. Jetzt muss man an der Stelle so ein bisschen aufpassen, was hier oben passiert, ob hier wieder Schwäche reinkommt oder nicht. Aber bis dahin ist ja noch viel Platz. Das ist das eine. Das zweite, wir hatten hier zwar die Nachricht der Notenbank letzte Woche, als der Markt so nach unten gegangen ist, aber wir haben es gesehen, am Freitag hat der Markt sich hier unten gefangen, am Tagestief bei 0,67695 und läuft seitdem wieder hoch. Was haben wir hier? Schauen wir mal rein. Wir haben hier einen Markt, der tendenziell eher dynamisch nach oben läuft. Zweitens, wir haben hier die Chance auf ein nächstes höheres Tief. Hier, hoch, 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 hoch.
Das ist Zeichen, dass der Markt von unten nach oben kommt. Warum soll man das jetzt nicht nutzen, ne? Und die grundsätzliche Idee ist ja hier, wenn wir über dieses Level hier oben, über diese beiden hochlaufen, dann haben wir ja über die Stunde schon einen Aufwärtstrend laufen. Den kann man gut zum Trade nutzen. Die Stunde ist der Richtungsgeber. Mit Blick nach oben hin haben wir jetzt hier die Chancen, wenn der Markt weiter nach oben läuft, hat der Markt tatsächlich die Chance, wieder hier oben in diese Level auch mit reinzulaufen. Nach unten hin sind wir auch gut unterstützt. Heißt also, wenn wir hier nur die kurze Gegenbewegung gesehen haben, um dann den Markt nach unten zu schieben, dann haben wir natürlich untergeordnet den Abwärtstrend und dann haben wir diese Situation, dass wir hier in diese Unterstützungsbereiche gut und gerne mit reinlaufen können. Das heißt, wir haben jetzt hier einen Markt, der erstmal grundsätzlich wieder in Richtung der übergeordneten Situation tendiert. Aber wenn er doch umdrehen sollte, dann haben wir unten die Supports. Das heißt, wir können von der Seite her jetzt auch wieder sehr, sehr schön reinplanen, wie kann man denn nach unten hin auch den ein oder anderen Ertrag im eigenen Portfolio erwirtschaften. Und das kann man auch sehr, sehr schön in der Stunde sehen. Hier sehen wir schon, wie der Markt wieder schön nach oben trendet. Er hat jetzt rausgenommen hier die entsprechenden Hochs und damit können wir hier jetzt davon ausgehen, wenn sich dieser Trend auch fortsetzt, der kann erst einmal ein bisschen korrigieren. Das ist alles überhaupt kein Problem. Bei einer Fortsetzung haben wir die nächsten Punkte oben liegen und das ist hier schön zu sehen, was dann da kommt. Da gehen wir nochmal kurz in den Tageschart zurück. Das heißt, wir haben hier viel, viel Platz nach oben und das kann man gut und gerne auch für den ein oder anderen Trade nutzen. Da muss man nicht mal hoffen, dass der Markt hier oben drüber läuft, sondern wenn es wirklich weit nach oben läuft, dann haben wir gute Chancen, das Ganze hier nach oben hin ein Stück weit mitzunehmen. Und damit gehen wir hier in den dritten Chart für heute rein. Da befinden wir uns wieder im Bereich der Rohstoffe und zwar diesmal wieder im Gold. Gold haben wir ja letzte Woche mit ganz schön starker Abwärtsdynamik gesehen. Das passt übrigens auch sehr, sehr schön ins Bild rein. Warum? Wir haben den Aufwärtstrend hier gebrochen auf Tagesbasis, hier mit diesem Schub nach unten. Hier gab es auch den Zacken, das heißt, wir haben etwas Trendiges nach oben hingesehen, nach unten hingesehen. Hier gab es die Korrektur. Wieder schön am Schnürchen laufend nach oben gegangen. Letzte Woche gab es hier das Umkehrsignal. Hier wurde bestätigt, der Markt lief weit, weit runter. Und jetzt haben wir eine sehr, sehr starke Dynamik gesehen. Und starke Dynamik lädt häufig mal dazu ein, einen kurzfristigen Rückschnapper zu machen. Diesen Rückschnapper haben wir dann am Freitag gesehen. Aber wir haben auch sofort wieder Schwäche im Markt gesehen. Das heißt, wir haben gesehen, die höheren Kurse wurden direkt dazu benutzt, wieder Abverkauf zu starten. Das hier, so sieht eine Abverkaufskerze aus. Gut, wir hatten jetzt noch ein bisschen Plus zwischen Eröffnungskurs und Schlusskurs, aber nichtsdestotrotz, es ist definitiv mehr abverkauft worden. Das ist ein Zeichen. So, jetzt an dieser Stelle können wie immer zwei Dinge passieren. Entweder der Markt läuft noch einmal nach oben an, dann wird es spannend, was hier oben passiert. Läuft der Markt nur hier oben ran und dreht wieder runter, wäre das wieder ein Zeichen von Schwäche. Aber wird das Tageshoch vom Freitag bei 1299 genutzt, um drüber zu kaufen, dann kommt Kaufstärke in den Markt an. Und dann könnte es durchaus sein, dass wir hier wieder etwas weitere Bewegung nach oben sehen. Nächster Anlaufpunkt auf Hochebene hätten wir hier die 1312. Das ist also das Tageshoch von letzter Woche Donnerstag. Wenn man sich das Ganze mal in der Stunde anschaut, dann sieht man auch, was da liegt. Da ist eines der Hochs hier in diesem Schwung nach unten. Das ist dann ein Anlaufbereich. Nächster Punkt wäre dann hier, wenn man sich den Stundenchart mal nimmt, um die Marke von 1319. Das hier oben in diesem Bereich liegen, da hänge ich auch gleich mal noch ein Preisschildchen dran, hier also ungefähr ganz grob hier oben 1319 US-Dollar, das wäre nach oben hin möglich, mit Blick nach unten, wenn das reinkommt, das Bild sich bestätigt, was wir hier haben, dann ist anzunehmen, dass wir hier nach unten laufen, das heißt, dass die Stunde, wie wir sie gerade hier gesehen haben, weiter nach unten läuft, das wäre dann hier nur die Korrektur, jetzt läuft es wieder trendförmig nach unten hier untergeordnet, wenn wir dann hier den Trend fortsetzen unter diesem Tief, beim Tagestief von letzter Woche Freitag bei 1286 US-Dollar für die Feinunze. Dann geht es weiter runter. Nächster Anlaufpunkt hätten wir erstmal hier das Swing Low bei 1280 und dann geht der nächste Weg schon, wenn es gebrochen wird, hier unten auf die 1276 US-Dollar. Das hier im kurzfristigen Trading-Bereich. Mittelfristig haben wir natürlich viel, viel Platz nach unten. Wenn wir uns da mal die Woche auch anschauen, da ist hier Raum nach unten hin und das kann durchaus für weiter fallende Kurse sorgen. Ob so kommt, ich habe keine Ahnung. Aber das sind die Wahrscheinlichkeiten, die wir aktuell hier sehen. Und wenn der Markt sie spielt, warum soll man sie nicht traden? Zumal halt auch die Kurse unter dem Bild
von gestern, also vom Freitag, hier diese Wochenkerze, diese starke Wochenkerze nach unten gerichtet bestätigen würde. Und damit ist dann Dynamik auch nach unten da. Und wenn man das dann sieht, mal auf der Woche, dann hat man halt in der Woche hier die Situation, dass man hier den ersten Schub nach unten hatte. Das muss ich mal kurz blau machen, diese Fahne, damit wir das hier besser sehen. Und dann hatten wir reinweg jetzt eine korrektive Phase gesehen, die hier nach oben gelaufen ist. Das war die Korrektur. Und wenn wir dann hier unter diese 1280-Punkte-Marke oder US-Dollar-Marke drunter laufen, dann haben wir hier auf Wochenbasis einen Abwärtstrend. Und wir wissen, Trends können sehr, sehr häufig auch mal längere Zeit andauern. Und das ist das, was wir hier sehen. Hier oben am Hoch wollten wir nicht drüber. Und jetzt sehen wir die Dynamik. Das ist also jetzt alles voll und ganz nach unten auch möglich. Nichts ist unmöglich und deswegen muss man das irgendwo auch auf der Uhr haben, dass wir das Ganze hier gut und gerne mit traden können. Das zu unseren Handelsideen zum Wochenstart. Ich hoffe, für den einen oder anderen war etwas dabei. Fragen sehe ich jetzt nicht. An dieser Stelle sage ich ganz, ganz lieben Dank für die Zuschauerinnen und Zuschauer am heutigen Morgen. Alle, die das Ganze im Nachgang sehen, gute Trades. Ich freue mich drauf. Ich sehe ja, wie viele das immer auch mitsehen. Es wird immer mehr die Community hier mit Tickmill wächst. Das ist sehr, sehr schön von mir zu sehen. Meinen Kollegen in Zypern wünsche ich heute einen schönen freien Tag und wir sehen und hören uns dann morgen spätestens um 8 Uhr gibt es den Blog-Eintrag und um 8.30 Uhr sehen wir uns wieder hier sehr, sehr gern auf Facebook oder aber auch im Livestream auf GoToWebinar. Bis dahin allen eine gute Zeit. Tschüss.